Herzlich willkommen beim Update-Tag der Moving Stories, hier der Update-Tag Nummer 2 im Jahr 2022. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Training, Coaching im betrieblichen Kontext, Weiterbildung und natürlich auch mit der Unternehmensentwicklung. Das geht Hand in Hand, denn das eine ohne das andere macht nun mal gar keinen Sinn. Und ich habe mir einen spannenden Experten dafür herangeholt. Wir kennen uns bisher nur online, haben aber schon einige Meetings miteinander verbracht. Berthold Raschkowski. Ja, wie soll ich dich vorstellen? Du hast so viele unterschiedliche Titel. Das Wichtige ist, glaube ich, ich würde dich als Lösungsentwickler oder Lösungskatalysator bezeichnen, denn du vereinst unheimlich viele Themen und schaffst es, die Menschen mit seiner Struktur dahinter neue Sichtweisen zu bringen, aus dem Problem rauszukommen, in die Lösung zu kommen. Könntest du damit mitgehen, Berthold? Herzlichen Glückwunsch, dass du hier bist. Das ist Manfred. Kannst du das nochmal sagen, aber es gibt ja eine Aufzeichnung. Ja, es ist schwierig, finde ich, über sich selbst etwas zu erzählen. Manche können es besser als ich. Ich behaupte, ich kann immer noch keinen Elevator-Pitch. Wenn ich den dann mal kann, dann hat sich wieder was geändert. Und ich finde es so schwierig, weil Begriffe zu finden bedeutet dann etwas wie eine Einschränkung und eine Reduktion. Das sehe ich von der Seite her. Über Strukturen haben wir uns schon mal unterhalten. Ich finde es schön, eine Situation, ein Chaos zu nehmen und dann vielleicht eine Struktur daraus zu entwickeln. Allerdings finde ich es schwierig, eine Struktur festzulegen und dann sie irgendwie in die Kästchen auszufüllen mit Inhalten. Das ist, kann von beiden Seiten kommen. Die erste ist mir tatsächlich ein bisschen lieber. Nochmal vielen Dank für das Intro. Gerne. Wir haben im Vorfeld ja auch darüber gesprochen, arbeitest du jetzt systemisch? Du hast es schon angedeutet. Wie viel Systemisches ist relevant für dich und wie viel darf außerhalb der systemischen Denkweise stattfinden? Ja, das hört sich so normativ an mit einem Hinweis, was denn soll, was gut ist, was nicht gut ist. Vielleicht fange ich einen kleinen Schritt vorher an. Normal geht es ja dann, ob in der Coaching oder in der Beratung oder ob das jetzt Live- oder Business-Coaching ist. Ich finde die Trennung, das ist unheimlich schwierig. Fangen wir mit dem kleinen System an, da sind wir und da sind wahrscheinlich noch Systeme im System. Also ein System ist etwas, da komme ich vielleicht aus meiner Ausbildung her, ich hatte Physik im Abitur, Donnerwetter, ich habe mal Marketing studiert. Ein System ist etwas, was intern homogener ist als nach außen. So, dann heißt, ich bin ja vielleicht schon mal ein System und wenn ich jetzt in meiner Familie bin, habe ich auch ein System, mit Kollegen habe ich ein System. Es gibt Systeme, ich finde, eine Marke ist ein System, ein Land in irgendeiner Form ein System, also jetzt nicht von der Form der Regierung, sondern ein System, weil es tatsächlich ein gedankliches Gebilde ist, Artefakte möglicherweise hat, also was das Zusammengehörigkeitsgefühl unterstützt. Insofern, ja, Systeme kann ich erkennen. Ich würde sie dann immer zu Rate ziehen, wenn ich vom Anlass her komme. Also ich komme gerne vom Anlass einer Beratung, einer Fragestellung, wo eine Lösung gefordert ist, wo gerade keine in Sicht ist, wo eine Situation eingefahren ist, wo es Widerstände gibt. Das heißt, du kommst dann nicht mehr weiter. Du kommst bei dir in deiner Entwicklung nicht weiter, dann in der Firma vielleicht nicht. Wir suchen häufig nach punktuellen Lösungen. Das ist meist eben nicht so einfach, Punktuelles zu finden. Da sind wir in dieser komplexen Welt. Komplexe Systeme können mit einfachen Lösungen nicht gelöst werden, ne? Das ist die Frage, Manfred. Sehr schön. Ja, komme ich tatsächlich zum Nachdenken. Ich fange damit an, es ist einfach. Es ist tatsächlich recht einfach. Woher kommen denn die meisten Probleme? Oder wo geht es dann nicht mehr weiter? Weil es irgendwo... Du bist nicht meiner Meinung, ich nicht deiner und wir haben einen Widerstand und wir sind dann, reden auf uns ein, wir konfrontieren einander, wir stehen gegenüber auf festen Positionen und ich möchte, dass du dein Verhalten änderst, damit es mir gut geht. Das ist im Job so, das ist im Privatleben so, mit dem Nachbarn so, meine Position, deine Position. Und es geht um die Änderung. Ne? Das beliebteste ist tatsächlich das Eisbergmodell. Das ist eigentlich schon ziemlich abgedroschen, aber super plakativ. Das, was ich sehe, möchte ich dann ändern. Und da fangen die Konflikte dann ja an.
Und das Einfachste ist zu fragen, das ist eine ganz einfache Frage, die Frage ist einfach, der Weg dahin, der braucht vielleicht ein bisschen Entwicklung, worum geht es denn jetzt gerade mal wirklich? So, und worum geht es mir wirklich? Weil wenn ich keinen Konflikt habe, dann muss ich mir diese Frage nicht stellen. Dann kriegen wir vielleicht, wir brauchen ja gar keinen Konsens, dann verstehen wir einander, können sagen, wir gehen gemeinsam des Weges in einem Projekt. Oder aber, nö, der Manfred, der tickt ganz anders. Ich weiß aber, wie er tickt und ich habe den Grund für diesen Widerstand entfernt. Das ist eine wunderbare Geschichte, weil es geht nicht immer um Konsens oder Kompromiss, sondern tatsächlich um Verständnis. Es fängt bei mir selber an und das ist dann mein System, zu fragen, was riecht mich gerade jetzt auf, was will gesehen werden. Und die Frage, und dann gehe ich schon ins andere System, wenn ich mich kurz zurücknehme, was treibt, triggert oder motiviert den Manfred gerade in der Form? Und dann wechsle ich die Position im Verständnis. Also wenn ich jetzt mit dir nicht im direkten Kontakt bin, sondern mal eine kleine Pause habe, dann, Mensch, was bewegt den oder was bremst den gerade? Oder was könnte es sein, um dann Möglichkeiten zu finden? Und eine Möglichkeit bietet dann, ich spanne damit einen Lösungsraum auf. Und mit dem steigenden Verständnis kann ich den Widerstand wieder reduzieren. Würdest du mitgehen mit der jetzt gerade so spontan mir kommenden Formulierung, dass das systemische Arbeiten durch bestimmte Fragestellungen, Bewusstwerdung beim Gegenüber dazu führt, dass er sich in seiner Rolle in einer systemischen Welt besser orientiert oder neu definieren kann? Tatsächlich definieren bzw. Erkenntnis beobachten. Erkennen, ja, ja, super. Ja, und dann definieren, ja, gut, Definitionen sind zweckmäßig, habe ich mal irgendwann gelernt, sie sind nicht richtig oder falsch, ich kann mich darüber definieren. Wenn ich das alleine für mich mache, ist es wunderbar, wenn es nur geprägt ist, um in irgendeinen Kontext, in ein System zu passen, finde ich das teilweise zu wenig. Doch, wenn ich weiß, was mich bremst, was mich treibt, was mich antreibt, dann kann ich in solchen Situationen ganz anders reagieren, kann ich beobachten. Wenn ich das für mich geklärt habe, gibt es weniger Konfliktpotenzial, weil ich das für mich geklärt habe, weil ne, was ich an mir nicht leiden kann, das hänge ich einem anderen an. Das ist auch so ein Ding. Das heißt, ich erkenne die Dinge, die ich kenne, die regen mich dann auf und dann projiziere ich sie. Du merkst, das geht dann immer ein Stück weiter. Das geht dann in die Projektion und dann in den Widerstand, weil ich dich dafür verantwortlich mache, dass es bei mir nicht läuft. Also diese Selbsterkenntnis stand, glaube ich, auch mal irgendwo, Tempel von Delphi, erkenne dich selbst. Das ist richtig gewichtig, was dann dahinter steckt. Weil damit habe ich schon mal ganz viel Konfliktpotenzial reduziert, wenn ich mit mir im Reinen bin. Und das heißt, ich kann meine Position schon mal besser verstehen. Das ist schon mal hilfreich, wissen nicht viele. Und dann, wenn ich das gemacht habe, habe ich den Schritt gemacht, um andere besser zu verstehen. Und zu sagen, der könnte von seiner Perspektive, das geht ihm um ganz was anderes. Es entzündet sich an einer Sache, aber die Motivation, die Gefühle sind ganz andere, die Prinzipien sind ganz andere. Und das kommt dann ins System, das heißt, dass ich mich in deine oder die Schuhe meines Gegenüber stelle, gedanklich, vielleicht auch sogar mal die Position ändere und sage, wie sieht es von seiner Seite aus? Wie könnte er das sehen? Das ist teilweise unbequem, weil ich dann ja zulassen müsste, dass eine andere Meinung, eine andere Sichtweise auch Geltung hat und ich bin dann nicht mit dem Alleinstellungsmerkmal unterwegs. Das ist der Haken dann. Ne? Das ist blöd. Ne? Dann habe ich dann Verständnis und ich habe nicht gewonnen. Ne? Wenn ich gewinnen will, da gibt es dann andere Möglichkeiten, glaube ich, im System voranzukommen. Also es hilft, die Landkarte aufzubauen. Meine Grenzen, meine Beweggründe und deine. Und die müssen nicht unbedingt gleich sein. Es hilft fürs Verständnis. Und das ist dann die Basis für eine gute Beziehung, ob man in die gleiche Richtung blickt oder nicht. Aber das Verständnis ist da. Das ist, was du ja sagst, auch bei Führungskräften, du hast es vom Anfang angesprochen, oft auch so ein Erkenntnisweg wirklich, weil wo lernen wir es denn? Führung, du lernst Methoden, du lernst Tools, du lernst, wie du dich verhalten sollst, nur du lernst bei keiner dieser Führungsausbildungen, wie du tickst. Ja, die Führungskräfte, die müssen immer herhalten. Ne? Naja, es ist ja auch so ein bisschen mit unserer Zielgruppe und Personalentscheider, Personalentwickler, wo ich natürlich auch über diesen Weg hingehen will, zu sagen, naja, macht nicht nur Maßnahmen abhaken, sondern
das Interesse, wenn ich langfristig mit Mitarbeitern zusammenarbeiten möchte, dann hilft es, wenn die eben mehr über sich wissen, als nur als Funktionsmodell im Unternehmen reinkommen. Ja, ich komme von der Seite, Manfred, dass ganz viele Seiten, ob das jetzt Trainer, Coaches, Berater sind, auch die Menschen an sich und die Organisationen, die mit den Führungskräften zusammenarbeiten, von oben, vom Top-Level, von den Inhabern, also wenn es ein mittleres Management ist, von den Mitarbeitern, alle stellen Anforderungen an Führungskräfte. Da frage ich mich, wie soll das denn alles gehen? Du sprachst die Modelle an, ganz viel kognitive Dinge, um eine Struktur reinzubringen, eine Messbarkeit, was ja mit Sicherheit in vielen Fällen super gut und wichtig ist. Nur dann vielleicht tatsächlich etwas zu verkopft. Management heißt, ich kann nur das irgendwie managen, was ich messen kann. Das heißt Mitarbeitereffizienz, meine eigene Effizienz, Produktivität. Bei Kreativität ist das verhältnismäßig schwierig, das zu messen, glaube ich. Ja, und dann sind wir halt in Modellen und wenden die Modelle an, weil wir sie gelernt haben. Und dann bleibt das aus meiner Sicht so irgendwo so in Kopfhöhe stecken. Und gefühlt, und wenn wir gerade männliche Führungskräfte jetzt, ich sage gestandene Führungskräfte, sehr stark analytisch und linkshirnig aufgewachsen und geschult worden sind, irgendwann merken wir möglicherweise, das grummelt im Bauch oder das ist so, das hat nicht so die Kraft oder wirkt nicht so authentisch, weil wir haben mit den Modellen, mit unseren Führungsansprüchen, mit der Delegation nicht so den Erfolg, wie wir uns das vorgestellt haben. Dann fehlt, ich sag mal so, diese Kongruenz, dass das Durchgehen, also das Gedankliche, dass es klar ist und logisch, rational und dann auch mal ein bisschen tiefer in diese gefühlige Ebene. Da tun sich einige von uns nicht leicht, nicht eingeschlossen, der Prozess ist immer noch nicht abgeschlossen, zuzulassen, dass es nicht nur Logik und Kopf gibt. Und wenn ich jetzt als Führungskraft losgehe, mir das rational klar ist und vielleicht, idealerweise von innen heraus, dass es mich bewegt, dass es emotional ist, dann komme ich ja viel überzeugender rüber. Und ja, ich glaube schon, dass man das, nenne ich trainieren, lernen kann. Das ist eine Erfahrung. Training bin ich dann ja schon wieder in einem Gewohnheitsthema und im Kopf. Das dürfte auch für Überraschungen sorgen, dann im betrieblichen oder unternehmerischen Kontext, wenn dann auf einmal jemand nicht mehr nur mit Fakten unterwegs ist. Naja, die eierlegende Wollmilchsau als Führungskraft, die immer gerne in Ausschreibungen oder was auch immer sich, so wie du sagst, die Ansprüche, die daran gestellt werden, die kann keiner erfüllen, denn dazu müsste ich alle vier Fähigkeitsfelder, also wenn ich mal von verschiedenen Modellen ausgehe wieder, ich müsste sehr strukturiert sein, ich müsste kreativ sein, ich müsste durchsetzungsstark sein, soll aber auf der anderen Seite wieder verbindend sein, das widerspricht sich ja per se. Also drum haben ja auch manche Unternehmen jetzt den Weg schon eingeschlagen, oder seit ein paar Jahren, dass sie, wie sie es nennen, People Lead, also diejenigen, die für so die Menschenführung zuständig sind und diejenigen, die für den fachlichen Teil zuständig sind, getrennt haben und die Teams zwei Köpfe oder zwei Orientierungspunkte haben, wo sie auch wissen, da liegen auch die unterschiedlichen Stärken, Fähigkeiten und dafür ist der ein oder andere mehr da. Aber dennoch, was deine Arbeit ja ist, ist wirklich die Leute ins Bewusstsein bekommen, die Menschen, über sich selbst auch erstmal, ne? Bevor die Projektionsfläche zu stark überhand nimmt. Na, manchmal ist diese Projektion ein guter Auslöser, weil wenn du immer ständig projizierst und andere verantwortlich machst für deine Umgebung, die du ja maßgeblich selber schaffst, ist auch ein Lernprozess, ist an euch böse gemeint, da darf man einander auch langsam heranführen, um zu sehen, ja, das könnte so sein, weil wenn ich zu schnell und zu viel Druck baue, dann habe ich wieder Widerstand, dann komme ich da nicht weiter. Dieses alte Sprichwort oder der Spruch, nur wer sich selber gut führen kann, kann andere führen, das funktioniert, das wird immer, ich glaube, immer wichtiger, gerade in der Zeit, in der wir jetzt sind, wo Hierarchien flacher werden, wo wir transformieren und schneller sein müssen, dann funktioniert mittleres Management eben nicht, wie es klassisch mal war, mit Bottleneck und klar, das ist ein Vorurteil. Man sagt, die mittlere Management ist die Lähmschicht in der Organisation, wollen entscheiden, Macht behalten, Statussymbole, Artefakte und so weiter. Kenne ich aus meinen vergangenen Jobs in der Festanstellung. Das ist wohl so. Das wird nur nicht wirklich funktionieren. Also der Anspruch ist dann, sind ja zwei Dinge. Führungskraft wird, wenn es, das hängt ja nicht nur bei der Führungskraft an, sondern natürlich auch bei den Leuten. Ich kann
müsste in der Organisation insgesamt das Bewusstsein für dieses System, für die Kommunikation, für meine Selbstwirksamkeit wecken. Und dann wird die Organisation anders aussehen, als man sich das gedacht hat. Ja, die Erkenntnis, ich glaube, von außen herangetragen, oktroyiert wird es schwierig. Ich bin der Freund des Eigeninteresses, Neugierde zu wecken und sagen, wir können uns das ein bisschen leichter machen. Das hilft persönlich und dann auch im Job, also rundum. Tatsächlich. Und da gibt es ja auch einen ganzen Haufen Störfaktoren. Und da habe ich jetzt so eine Überleitung für deine Hintergrundgeräusche. Wie heißt es ja immer so schön, utilisiere alles, was so in dich in deiner Umgebung betrifft, bestört und so weiter. Wir haben uns extra die Mittagszeit für die Aufnahme ausgesucht, in der stillen Hoffnung, dass die Baumaßnahmen draußen vor deinem Haus in der Straße da vielleicht mal eine kleine Pause finden. Der Wunsch oder die Hoffnung ist jetzt gerade mal nicht so aufgegangen, aber dennoch ist jetzt die Frage, wer für mich so ein Part als Zuhörer, worauf fokussiere ich? Fokussiere ich auf das, was mich gerade stört? Oder auf das, was mich vielleicht aus deinen Aussagen weiterbringen würde, ist ja auch eine eigene Entscheidung, ne? Ja, es gibt noch die Entscheidung zu vertagen. Das ist auch immer noch eine Möglichkeit. Es gibt für mich immer drei Möglichkeiten. Ne? Ich meine jetzt für den Zuhörer. Ja, der Fokus ist tatsächlich, also wenn das, was wir erzählen oder was ich erzähle, interessant genug ist, dann wird der Fokus bleiben. Wenn es nicht so ist, dann wird möglicherweise der Baulärm nervig sein. Du kennst das vielleicht, alter Coach-Trick, beziehungsweise zum Aufmerksam machen. Wir nehmen ein Heading und, Markenreklame, also wir nehmen einen Buntstift und machen auf einem Flipchart einen Punkt und dann fragen wir, was sehen wir? So, dann wird der eine sagen, ich sehe da einen schwarzen Punkt und der andere wird sagen, ich sehe 99,9% weiße Fläche. Das ist der Punkt. Also die Konzentration ist tatsächlich so auszublenden, wie vielleicht ein Mönch oder ein Fakire können das wahrscheinlich auch, dass sie sich komplett rausziehen. Das, ich glaube, da sind wir noch ein bisschen weit von entfernt. Ja, braucht ein bisschen Übung, geht nicht in einem Wochenendseminar. Ja, das ist mit Sicherheit genauso wie die Übung mit der Selbsterkenntnis und dann nicht direkt in den Widerstand zu gehen, sondern zu sagen, Moment, 3 Sekunden mal durchatmen, kurze Pause und worum geht es jetzt hier gerade wirklich? Das ist eine der ganz einfachen Fragen, vielleicht nicht immer so einfach in der Umsetzung, allerdings sehr hilfreich und der Start für einen Prozess, weil sobald du eine Sache erkannt hast, in deiner Führung, in deiner Zusammenarbeit, in der Kommunikation mit deinen Leuten, wenn du Führungskraft bist, aber auch draußen mit Nachbarn oder mit der Familie, dann kommt eine neue. Und die will gesehen und gelernt werden. Und das ist für mich ein Ausdruck von lebenslangem Lernen. Das Fachliche, klar, im Führungskontext enorm wichtig, weil ohne das, glaube ich, geht es nicht. Vielleicht gibt es Leute, die intuitiv führen, allerdings in bestimmten Berufszweigen, wo man tatsächlich ganz viele Fachkenntnisse haben muss, wird so eine Improvisation oder so eine intuitive Sache nicht funktionieren. Du hast gerade angesprochen, es ist so der Einstieg, es ist ein dauernder Lernprozess. Jetzt heißt ja eines meiner Unternehmen Schuhari und das ist ja für dich auch, sind ja die 3 Stufen des Lernens, die du auch gerne mit einsetzt und zur Verdeutlichung. Willst du darüber ein bisschen was sagen? Ja, das ist ein wunderschönes Beispiel mit dem Schuhari-Modell. Also ich habe jetzt selber nicht in Japan gelebt, bin auch kein Kampfkünstler. Ich finde es halt sehr plastisch. Und passenderweise, Schuhari, da hast du ja auch eine ganz besondere Beziehung dazu. Ja, Training, also wenn wir sagen, wir trainieren, dann ist das die Stufe Schuh, das ist die ständige Wiederholung, das Üben. Das bringt dann natürlich eine gewisse Perfektion in einem vermutlich enger begrenzten Bereich. Das heißt, ich weiß, was ich mache, ob ich jetzt ein Holzstück bearbeite oder ob ich eine Wand streiche oder ein Rezept umsetze. Ich weiß, wie ich die Möhren zu schnippeln habe und ich weiß auch, welche Gewürze in welcher Grammzahl da reinkommen. Die nächste Stufe ist die, dass ich das schon so gut verinnerlicht habe, dass ich im Schuh es erklären kann. Das heißt, ich weiß, wie es geht und kann andere anleiten. Und ich glaube, wir bleiben in vielerlei Hinsicht auf dieser Stufe. Das ist halt nicht das durchgefühlt, das rational verstanden und das angeleitete, macht das jetzt so. Es geht nicht die Frage nach dem Warum, die der Simon Sinek so gerne stellt. First ask why oder start with why. Das haben wir da nicht so. Das ist dann Anleitung und Umsetzung.
Die Meisterschaft ist natürlich das ganze Virtuose, die Regeln, die wir mal gelernt haben und die wir auch mitgeteilt haben, diese dann ja nicht zu brechen, sondern neue Regeln zu schaffen. Ich bin so bei dem Regeln brechen, wir suchen, also häufig sagen so Managementberater, wir müssen Regeln brechen, wir brauchen Rebellen, Disruption. Das ist total geil, wenn wir selber die Regeln brechen, selber disruptieren und was Neues machen. Die anderen finden das nicht so gut. Und du wirst auch, ich sag mal, die Leute, wenn du die im Team hast, die möchtest du gar nicht haben. Wir wollen die haben, aber eigentlich wollen wir die gar nicht haben, weil die nämlich das System dann wieder in Frage stellen, beziehungsweise Systemen, und entweder werden die absorbiert vom System oder das System ist dann komplett verändert. Mhm. Deshalb ist RI eine wunderbare Geschichte. Wir bewundern diese Leute, vergessen dann allerdings im Nachgang, wie dieser Weg aussah. Und der ist super individuell. Das sieht dann nachher total leicht aus. Und manch einer sagt dann, ja, die 5 Punkte, die mich zum Erfolg geführt haben, sind die. Eine Zeitaufnahme, ja, mag sein, allerdings das, was bis dahin geführt hat, zu dieser Virtuosität und dem nicht nur rationalen, sondern einem intuitiven, die sieht keiner. Das ist, ist ein schönes Modell, es ist tatsächlich, es ist ein Stück zur Meisterschaft, aber die individuelle. Es geht jetzt nicht darum, dass ich besser bin als du oder ich die beste Führungskraft bin, sondern nach meinem Vermögen, nach dem, was ich kann, sodass eine Kongruenz vielleicht da ist zwischen Wissen und Vermögen, weil sonst kriege ich die Kraft nicht auf die Erde, und eine Konfliktfreiheit in mir selber, dass ich davon überzeugt bin. Das stellt hohe Anforderungen dann an mich als Führungskraft, weil ich kann das mit Sicherheit meisterhaft machen. Nur frage ich mich dann, und die Frage müsste ich mir dann auch stellen, ist das beseelt, das Thema? Bin ich davon überzeugt, was ich verkaufe? Ich kann das mit Sicherheit meisterlich machen, allerdings werde ich nicht mit allen kulturellen Gegebenheiten, mit allen Geschäftsfeldern eines Unternehmens komplett 100% d'accord gehen oder mit der Meinung anderer Kollegen aus anderen Bereichen. Diesen Idealzustand, ja, weiß nicht, man kann dahin streben, ich glaube, den werden wir nicht unbedingt haben. Und das bedeutet auch wiederum einen Konflikt. Und wenn ich sehe, dass da einer ist, dann kann ich mit ihm umgehen oder ihn akzeptieren, dass er so ist, aber nicht dagegen Widerstand üben. Wie gehst du jetzt, also du arbeitest meistens im 1:1, aber auch, glaube ich, mit kleinen Gruppen und Teams mal, oder? Auch das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also es gibt, ich sag mal, auch stufenweise tatsächlich, weil wir haben ja einen Anlass, und wenn es ein Team ist, dann hat das Team vielleicht einen Anlass. Da fange ich am liebsten an mit, ja, nennen wir es ein bisschen Theorie. Also diese Zusammenhänge, die jetzt teilweise angeklungen sind, mit dem, was wir sehen, mit den Motiven, mit den Werten, darüber zu reden, mit Fragetechniken so ein bisschen zu üben, um an die Sache heranzukommen. So, dass ich sag mal, ein gewisser gemeinsamer Stand, ein gemeinsames Verständnis hergestellt ist. Und das geht in Gruppen tatsächlich ganz gut. Das kannst du theoretisch machen. Oder wenn eine größere Gruppe da ist, ist nicht ganz so viel Interaktion da. Und die Gruppen werden kleiner, wenn es dann mehr Interaktion gibt. Einzel- oder Kleingruppenarbeit ist insofern wichtig, weil jeder steht an einer anderen Stelle und hat andere Fragen. Und gleichzeitig kann der andere von dem einen lernen durch die Fragen. Das ist so diese klassische Lehrtätigkeit, wie ich sie mir bei den Griechen abgeguckt habe. Also ich war nie da, habe es nur gehört, dass dort viel gefragt wird und der Meister oder der Lehrer wird gefragt, die Schüler, also ich möchte jetzt keine Hierarchie aufbauen, nur dass die Leute in einer Gruppe Fragen, Antworten, nach Antworten suchen und nach Möglichkeiten und so für sich, für das Team eine gute Lösung finden. Weil es ist nicht jeder gleich aufnahmefähig und hat eben nicht die gleichen Motive und Interessen, und manche möchten sich nicht wirklich verändern, also dafür braucht es dann auch Verständnis, und so abgestuft von einer Wissensmitteilung, von einer Information, Interesse wecken und dann in die einzelne Arbeit zu gehen. Weil ich finde es schwierig zu sagen, jetzt muss jemand so verändert werden, dass er in die Orga passt. Ich glaube, die Erkenntnis, passe ich da rein, wie kann ich mich da einbringen, will ich das nicht, das ist eine ganz wichtige. Und die Schaffung der Kultur, dass dann, wenn, ich sag mal, diese Skills dann da sind, dass sie auch angewendet werden können, das ist enorm wichtig. Unterm Strich weißt du nicht, wo es nachher rauskommt. Wenn so ein Prozess angeordnet ist mit einem vorgegebenen Ziel, dann wird es schwierig. Wenn wir sagen, wir möchten die tatsächliche Agilität, wir möchten die Zusammenarbeit, die Kommunikation verbessern und sind gespannt, was dabei rauskommt, wir werden auf jeden Fall besser, dann ist das ein guter Antritt, glaube ich.
Erfolgversprechen. Wie gut lassen sich Menschen deiner Erfahrung nach darauf ein? Also wenn sie jetzt, sagen wir mal, als Gruppe zu dir geschickt werden und sich vielleicht einer mit dir vorher auseinandergesetzt hat. Also wenn mit Druck funktioniert halt verhältnismäßig wenig. Ne? Das ist, also da gibt es, gerade wenn du es online machst, aber auch in der klassischen, genau, aber auch in der klassischen, nee, und auch in der klassischen Situation, viel besser, das aber war doof, weil das reißt das online. Online und in der klassischen Situation am Tisch haben wir starre Positionen. Das heißt, wir schauen uns an, hier sind wir alle auf dem Bildschirm und haben wir eine Position und dann ist die Erwartungshaltung groß, erzähl mal was und du solltest auch mal was und beteiligen Sie sich mal. Ich bin selber unbeweglich hier auf meinem Stuhl, auch wenn ich so einen etwas beweglichen habe. Allerdings sind meine Möglichkeiten eingeschränkt insgesamt. Und lange Rede, kurzer Sinn, dann gehe ich raus, gehe ich in Bewegung. Das sowohl im Indoor-Setting als auch, gut, online, dann sollte man mal kurze Pause machen, aber Indoor funktioniert das besser. Mhm. Einmal die Beine vertreten und selbst die Position am Schreibtisch oder am Tisch ändern, kann schon helfen. Das Beste ist, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde zu gehen. Das schafft schon mal eines, und das haben sich schon einige bei mir abgeguckt, das schafft einen sprichwörtlichen Schulterschluss. Das heißt, wir sind schon mal nebeneinander, wir blicken in die gleiche Richtung und bewegen uns in die gleiche Richtung. Und da musst du auch gar nicht so viel erzählen. Es wirkt wirklich fast Wunder, wenn diese Gruppe, Kleingruppe, wieder zurück an den Platz kommt. Das ist deshalb, ich mag online sehr wohl, ich finde, noch besser, noch, das heißt effizienter, wirksamer ist es physisch. Physisch. Da habe ich noch etwas mehr Möglichkeiten. Und da kriege ich zumindest was in Bewegung. Es wird jetzt nicht jeder das gleiche Interesse haben. Ich bin davon überzeugt, wenn du es machst, dass dann eine gedankliche Beweglichkeit der körperlichen folgt. Und das schafft durch die gleiche Ausrichtung möglicherweise auch, so eine gewisse Gemeinschaft. Das heißt, wir arbeiten an einer Sache und der Trainer, Coach, Berater, der ist jetzt nicht einer, der dich hier irgendwo hinbewegen soll, sondern das bestimmst du selber, er gibt dir Möglichkeiten und kann voneinander lernen. Das Interesse wecken, weil dann habe ich eine deutlich höhere Aufnahmefähigkeit. Du hast es angesprochen, du arbeitest auch gerne Neudeutsch mit unterschiedlichen Settings. Ja, es fällt mir mittlerweile auch immer wieder auf, nach dem Motto, wie war denn das deutsche Wort mal dafür? Ja, ich glaube, wir merken das gar nicht mehr. Ich müsste nochmal, es steht wahrscheinlich auch nicht im etymologischen Wörterbuch, das ich sehr gerne heranziehe, steht es vermutlich auch nicht drin. Setting, ja, das ist unfassbar. Die Komprimierung. Welche Haltung habe ich dazu? Nein, das ist ja, das Setting ist ja eine Aufstellung, es ist ein Gegenüber, ein Konstrukt, ne? Boah, jetzt bringst du mich wirklich in Verlegenheit. Ich habe gerade auch keines. Also mir ist es nur bei dem Wort Mindset, da bin ich dann mal auf einen sehr schönen deutschen Begriff wieder gestoßen, Geisteshaltung. Der ist mir auch der Liebste. Ja. Das ist mir definitiv der Liebste. Der ist ein bisschen sperrig, der könnte vielleicht schon historisch sein. Das passt. Ja. Das ist, weil dann habe ich das ganz deutlich gesagt, dieser Mindset wird schon sehr stereotyp verwandt und überdehnt, dass er so fadenscheinig wird. Das ist, also Stereotyp heißt ja, meine ich, abgedroschen. Ja. Und Mindset. Ja, da habe ich ja auch das Set dahinter und dann Setting ist ja nur die andere Form im Englischen. Drum Haltung, aber Haltung passt auch nicht, weil es ist eine Aufstellung, es ist eine Beziehung zueinander. Also das Wort umfasst, das Englische umfasst hier deutlich mehr, wenn wir uns dessen bewusst sind, als was wir wahrscheinlich mit einem deutschen Wort auf die Reihe kriegen. Ne? Das ist das Problem mit Worten. Wir komprimieren Eigenschaften in einen Begriff, glauben alle, dass wir das Gleiche verstehen, handeln dann danach und erzielen Missverständnis. Es fragt keiner oder kaum einer, keiner ist Vorurteil, Behauptung, fragt nach der Definition. Herr Stockmann, was verstehen Sie denn unter Setting? Ja, das weiß doch jeder. So, vielleicht ist eine Definitionsarbeit vorher ganz gut. Ich biete vielleicht noch Setup an. Also jetzt, wenn ich auch ans technische Setup denke, dann ist es so, wie stellen die Dinge dann, wie sind die dann aufgebaut? Und zum Geisteshaltung, natürlich habe ich dann auch eine Körperhaltung, weil wir können es ja nicht trennen.
du kennst das bestimmt auch, und ich denke auch die Zuseherinnen und Zuseher, Zuhörerinnen und Zuhörer, haben schon mal was von diesem Famous Walk von Sir Francis Galton, übrigens glaube ich ein Cousin von Charles Darwin angeblich, gehört, der dieses Experiment gemacht hat, sich gesagt hat, ich bin der bestgehasste Mann Londons, hat daraufhin gegen seine Ausstrahlung, hat das dann entsprechend, also ist ja noch eine andere, ist ja die Geisteshaltung, internalisierte, dann Körperhaltung. Ich habe mich so benommen und ich habe es ausgestrahlt. Und dann wurde er vom Pferd nicht gebissen, sondern angestoßen, wurde von Leuten bespuckt und meinte, das ist jetzt keine so gute Idee, das lassen wir mal lieber. Also die Kongruenz ist sehr wirksam. Mhm. Das Beispiel ist es interessant, dass dieses Beispiel so häufig kommt und nicht eine Haltung, die sagt, ich versuche das ins Positive zu bringen. Das ist funktioniert prinzipiell genauso. Wir trauen dem halt nicht. Mhm. Also wir denken so, wir haben so eine Haltung und strahlen das dann auch aus und dann geht es leichter. Ich bin ein Freund von Leichtigkeit und leichten Dingen. Das heißt nicht, dass sie jetzt nicht irgendwie eine Anstrengung brauchen, sondern dass sie nicht mehr Anstrengung brauchen als nötig. Dass ich mir dann durch meine Haltung, durch meine Einstellung irgendwas nicht verderbe, aber es schwieriger mache. Mhm. Da könnte ich jetzt noch den ganzen Begriffsbereich der Glaubenssätze oder im Englischen der Beliefs mit reinbringen, die ja da eine Rolle spielen, die uns oftmals ja gar nicht bewusst sind. Und ich glaube, die auch in dieser Arbeit der ein oder andere wahrscheinlich auftauchen dürfte. Ne? Ja, das tatsächlich stärker in Einzelarbeit, auch in längeren Sessions, weil wir kennen unsere Gewohnheiten nicht, weil es unsere Gewohnheiten sind. Das heißt, du müsstest mich dann auf eine Gewohnheit, die du erkennst, mal nachfragen, darauf hinweisen, dass ich sag mal, die Nase hochziehe, dass ich bestimmte Worte recht häufig verwende. Und dann heißt es, das anzunehmen, nicht als Angriff, sondern sagen, ja, kann sein, ich achte mal darauf. Also ein Bewusstwerden. Und spontan zum Thema Glaubenssätze. Ich habe ja häufig Einschränkende. Und die abzuschaffen ist ja schon mal ein Ding oder gegen andere auszutauschen. Das dauert allerdings, wenn ich im Zweifel viele Jahre daran, also die so internalisiert habe, die dann unterbewusst, unbewusst ablaufen, die prägen dann, die auszutauschen gegen bessere. Oder bessere zu bringen und die anderen werden dann halt nicht mehr, die sind nicht mehr aktuell. Das ist cool. Und auch zu glauben, dass wir glauben, dass tatsächlich positive Glaubenssätze gar nicht mal so schlimm sind. Dass das nichts mit einer Überheblichkeit oder Arroganz zu tun hat, wenn ich einen positiv formulierten Glaubenssatz habe. Dann denken wir an die Affirmation, wenn es ein Stück weitergeht. Aus meiner Sicht ist das etwas. Das ist quasi, weil meine innere Stimme mir ständig diesen Satz vorsagt oder die irgendwas irgendwie präsent ist. Dann ist das schon mal so wie eine Autosuggestion. Ne? Und ein großer, ich glaube, französischer Apotheker war das, Emile Coué, der viel über Affirmation und Selbstheilung gebracht hat, der hat das auf die positive Seite gebracht. Also ich nutze die Macht der Worte und der Gedanken, um eine positive Einstellung und dann wieder eine Haltung zu bekommen. Also ich mache das in Experimenten bei sogenannten Walks, dass ich sage, denkt jetzt mal an etwas nicht so Schönes, ne? Also ein konkretes Beispiel, jetzt gehen wir mal einige Minuten. Dann eine kurze Pause, dann wird das so abgeschüttelt, damit das dann nicht haften bleibt. Und dann denkt mal an was Angenehmes, was Freudiges. Und dann der Vergleich, was hat sich getan? Der Gang, die Haltung, also aufrechter tatsächlich, sonst gebückter, schwerer, hängendere Schultern. Das hat eine unmittelbare Wirkung. Das strahlst du aus. Und eine österreichische Forscherin, die behauptet, dass Mobbing, dass das eine Haltungsfrage ist. Das ist ganz, ganz schwerer Tobak, das zu verstehen. Sie macht es im Job auch, wo dann, das war im medizinischen Bereich, hat sie Beispiele gebracht, dass dann sich das Verhältnis zu den Kollegen und speziell zu den Chefs deutlich geändert hat über die Gedanken und die entsprechende Haltung und den Auftritt, Position. Wie genial ist das denn? Ja. Also das hatte ich auch schon vor allem gesagt, wenn du Opfer bist, dann willst du es sein, beziehungsweise du strahlst es aus. Also genau diese Part, wir scheinen dort doch noch so Instinkte zu haben, zumindest dann als Gruppe, wo wir feststellen, da ist eine Schwäche, so, und die können wir nutzen. Und wenn du für dich selber einen anderen, schon wieder ein englisches Wort, State, also eine andere Haltung, eine andere deutsche Haltung Untertitel einnimmst, dann entwickelst du etwas. Du kennst es wahrscheinlich auch aus der Meditation und aus dem Teilen,
wenn du dort meditiert hast, das, sagen wir mal andere, ja, das ist Esoterik, die Aura-Körper, die du außenrum hast, aber es funktioniert. Also wenn du für dich selbst wirklich glatt bist, dann kannst du durch die größten Menschenmengen gehen, die werden automatisch Abstand zu dir halten und du wirst mit keinem zusammenstoßen. Außer vielleicht ein Betrunkener, dessen Systeme gerade nicht mehr aktuell funktionieren. Ja, das ist, es scheint eine Gesetzmäßigkeit zu sein. Da ist etwas. Wir sehen ja auch, es gab ja diesen Film Koyaanis Katsi, hieß der, glaube ich. Das war so ein Timelapse, also ein Zeitraffer von Aufnahmen von der Welt. Und da gab es, ich glaube, auch Tier- und auch Menschen in Fußgängerzonen oder Tokioter Kreuzung. Mit welcher Zielsicherheit Mensch es schafft, sich da durchzulaufen, ohne jetzt andere Leute anzustoßen. Das ist dann etwas, was eben nicht bewusst abläuft, weil das Gehirn ist nach meiner Erfahrung nicht so schnell. Ich merke das, wenn ich im Berg unterwegs bin, wenn ich schon überlegen muss, wo ich den Fuß hinsetze, ist es zu spät. Das heißt, das ist etwas, was, wir haben ein System offenbar, das wunderbar funktioniert, um Dinge echt schnell hinzubekommen. Und ja, ich glaube, wir merken auch ein Umfeld, ein Energiefeld unserer Mitmenschen. Das, was du gerade sagtest. Insofern, ja, Zustimmung. Das ist so die eigene Erfahrung auch. Also du wirst es wahrscheinlich ja auch mal, das ist ja ein Thema, was du ja auch bei Aufstellungen nutzt, ne? Spür mal, was rein ist. Wie bist du zu dem anderen? Was ist da? Was nimmst du wahr? Das ist ja nicht nur alles der Ratio, sondern wir arbeiten ja mit mehreren Sinneskanälen in dem Moment, die wir wieder aktivieren, die wir ja oftmals zumindest bewusst im Alltag ausgeschalten haben, die aber hin und wieder unbewusst funktionieren. Und wo wir dann auch uns manchmal fragen, wie kam das jetzt gerade dazu? Da war irgendetwas, da habe ich einen Impuls verspürt, können den aber erstmal nicht zuordnen. Das ist komplex. Das ist insofern komplex. Ich glaube, wir haben entlernt. Wir haben entlernt, also wir sind, haben den Kopf voll mit Analytik und mit Ratio. Das ist jetzt keine Kritik, das ist eine Tatsache. Und sich darauf einzulassen, dass es halt vielleicht noch mal ein paar andere Dinge gibt oder geben kann, das ist schon mal ein Anfang. Und wenn ich ein Interesse daran habe, dann kann ich mich ein bisschen darauf einlassen und es für mich nutzen. Aufstellung nutze ich dann, um etwas besser zu visualisieren. Das heißt, nicht die klassische Aufstellung in einem großen Raum mit Stellvertretern, auch jetzt nicht mit großen Gegenständen, sondern idealerweise, wenn ich in einem 1:1-Setting bin, es können natürlich auch 1:2 oder 3, es ist am liebsten 1, wenn die Worte nicht mehr oder vielleicht nicht ausreichen oder ich es selber nicht verstehe, weil ich in der Welt nicht bin, mein Vokabular, meine Sprache etwas anders ist als die meines Gegenüber. Und dann nehme ich Figuren, nehme ich Steine und also Holzfiguren und sage, stell mir das mal hin oder stellen Sie mir das mal hin, damit ich so auch sehen kann, wer wem zugewandt ist, wo Gruppierungen sind. Und ich sage eigentlich gar nichts, sondern stellen Sie mal diese Situation dar. Und dann erklären. Ne? Und dann ist es hilfreich, die Position auch, um dieses Ensemble am besten auf einem größeren Tisch die Position zu wechseln und aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Und daraus ergeben sich Fragen, häufig auch schon Antworten. Manchmal bleiben die Fragen auch, es gibt nicht auf alles Antworten. Und ich muss auch nicht für alles eine Antwort haben. Ich kann mit einer Frage losgehen und sie reflektieren für mich. Mhm. Es wird nur transparenter und es kommt definitiv etwas in Bewegung. Mhm. Und ja, wenn sich etwas zeigt, und wir waren gerade beim System, ich dann sage, oh, mein Kollege, meine Kollegin könnte sich so fühlen, oder jetzt sehe ich das von der Seite, sieht das ganz anders aus. Aha, jetzt sehe ich mich mal. Dann ist das eine Verbindung von dem, was visualisiert ist und von dem, was du fühlst. Das ist ja bei der Aufstellungsarbeit mit Leuten, mit Menschen. Also es geht auch bei Systembrettern, auch bei der systemischen Aufstellung mit Figuren, wunderbar. Ich mag ja lieber die großräumige Geschichte, wo ich rumgehen kann. Ne? Auch wenn Systemaufstellungen am Computer bzw. virtuell eine gute Sache sind, ist es noch für mich, vielleicht bin ich da altmodisch, ich mag es ganz gerne tatsächlich am Objekt und mit Bewegung. Ja, also du hast ja auch das Gegenüber. Im Endeffekt, du siehst seine Körperreaktion. Hier ist ja begrenzt. Du hast auch was vorbereitet, aber da möchte ich jetzt gar nicht mehr in die Tiefe gehen. Aber vielleicht kannst du einen von deinen Berts oder Bertis mal hochheben. Ja, kann ich, kann ich,
kann ich machen tatsächlich. Also kann, den habe ich jetzt hier. Ja, so sieht das aus in der Kamera. Genau. Weil die Figuren sind ja wirklich von dir selbst kreiert, aus deinem Erfahrungsschatz und haben unheimlich viele Möglichkeiten in dieser Arbeit. Mal vom Haptischen abgesehen, von der Einzigartigkeit, die den Menschen ja spiegelt. Und nicht industriell gefertigt, handgefertigte Teile. Und ich bin begeistert, ich liebe mein Set. Und ich bin so schlau gewesen, dass ich dieses Set leider nicht hier habe, sondern gerade woanders, weil es ist mir vorher eingefallen. Oh, ich wollte ja, ja, aber gut. Aber sprich ein paar Worte noch dazu für die Aufstellung. Und ansonsten machen wir natürlich den Link dazu, wo die Teile zu finden sind. Und warum du und was die alles für Vorteile haben im Vergleich zu industriell gefertigten Sets oftmals. Ach, die Vorteile, na, sagen wir so, viele Dinge kommen aus einem Mangel heraus oder Ansporn. Und der war, ich suchte etwas zum Visualisieren und genau für diese Arbeit. Das war zu einschränken, was ich gesehen habe. Ich kann natürlich mit Mensch ärgere dich nicht Figuren arbeiten. Da kann ich Gesichter drauf malen. Ich kann mit anderen Figuren arbeiten, nur hatten die folgende Dinge. Unterschiedliche Größen, das ist Nummer eins. Das heißt schon mal eine, naja, nicht Diskriminierung, unterschiedliche Größen. Dann gab es unterschiedliche Farben, also tatsächlich lackierte, aus welchen Gründen auch immer. Also wenn ich Spielfiguren für Kinder habe, müssen die ja bestimmte Farbansprüche erfüllen, damit das halt, falls das jemand in den Mund nimmt, häufig sind das dann auch Figuren aus dem Spielbereich. Die sind schon mal bunt. Das andere oder noch eins ist, dass wir nach Männlein-Weiblein unterschieden haben und bei Groß und Klein, weil viele Sets aus der Familienaufstellung kommen, auch mit Kindern. Und schlussendlich, und das war eigentlich mit der Aufhänger, dass die Figuren in eine Richtung schauen. Und wir hatten gerade also Kopf und Körper. Und das weißt du, Körperhaltung, das sagt ja auch immer was. Es gibt Leute, die können Körpersprache lesen. Ich kann jetzt ja dir mit den Augen zugewandt sein, aber mich dann hier so irgendwie weggedreht haben und umgekehrt. Und dafür haben, jetzt sage ich nochmal kurz, gibt es hier eine drehbare Einrichtung gelagert, dass eine Figur zwar ausgerichtet sein kann auf den Manfred, aber irgendwie an die Seite guckt, weil da gerade jemand Kaffee bringt. Kleines Beispiel. Und so kann es es gibt mehr Möglichkeiten. Und ja, ich kann hier auch multifunktional, weil es sind schräge Schnitte angebracht, und soll das jetzt keine mega Werbeveranstaltung dafür werden. Ich kann, wenn ich etwas anderes aufstelle, Gefühle zum Beispiel, dann kann ich, oder was ich Grenzen habe durch dieses, durch einen schrägen Schnitt, ne? Moment, so, schrägen Schnitt, kann ich Markierung anbringen. Und das hilft auch, wenn ich im Nachgang vielleicht ein Fotoprotokoll mache. Ne? Analog, es ist sehr analog. Ich kann, finde ich praktisch, weil ich habe dann eine Situation fertig, mache da ein Bild davon und muss nicht, nee, dann habe ich auch das Bild, was ich gemeinsam mit dem Klienten gebaut habe, habe ich da, der Klient auch. Und natürlich kann dann, und das mache ich dann auch meist so, kriegt Klient einen Stein mit, seine eigene Figur, die er oder sie gewählt hat. Und genau, Holz unbehandelt und deshalb jedes Stück, ob es vom gleichen Baum ist, ist immer irgendwie anders und es gibt auch unterschiedliche Holzfarben und ich mag die Haptik. Das ist so, ich habe das gebaut, was ich selber gerne, mit dem ich selber gerne arbeite und freue mich auch über viele positive Feedbacks. Also Werbeblock aus. Ja, also gar nicht der Werbeblock. Für mich ging es darum zu zeigen, du hast dir auch dort, also du nimmst jetzt nicht die Standardteile, die so irgendwie 98% der anderen nutzen, sondern du hast dir da schon Gedanken gemacht, warum du ein Format so aufbaust, warum du diese Figur nutzt, weil sie eine andere Variabilität haben, weil sie die Individualität deiner Klienten besser repräsentieren und auch ihre Lebenssituation natürlich ganz anders darstellen können oder Führungssituation, was auch immer da ist, als du das eben mit Standard bekommst. Und ja, das Exklusive, das Spezielle, das Besondere, das zeichnet ja letztendlich auch das aus, was, wenn ich als Unternehmen, wenn ich als Führungskraft, wer auch immer, sage, ma, das 0815 ist es für mich nicht. Ich brauche schon etwas, das mich und mein Unternehmen, mich als Führungskraft weiterbringt. Dann bitte auch dafür die Wertschätzung und dann das Spezielle suchen. Ja, damit könnte ich auf den einen oder anderen Konflikt im Unternehmen stoßen. Natürlich, Individualität, bin ich völlig bei dir. Die Frage, wo wird das Konzept denn schon angewendet?
dieses Modell, nach welchen Prinzipien arbeiten Sie? Ja gut, das ist bei mir Respekt, Vertrauen, das sind ganz viele Prinzipien, die mir wichtig sind, Offenheit, Professionalität auch, bei aller Intuition und bei vielen spontanen Einfällen. Da ist dann vielleicht der Zwiespalt oder ist es ein gewisser Konflikt da zwischen einer Standardisierung, zwischen einem tatsächlichen 7-8-Punkte-Programm mit etwas, was die anderen auch machen, damit dann Wiedererkennungswert da ist, und der Neugierde und vielleicht einem gewissen Risiko, was Neues, was Individuelles zu machen, mit überraschend guten Ausgängen. Also das ist schon, da gehört ein bisschen Mut dazu, finde ich schon, ja. Das sollte ich als Unternehmen ja auch haben, wenn ich in diesem Markt nach vorne gehen möchte und vielleicht auch in 5 Jahren noch bestehen und nicht nur aus der Substanz lebe. Also da bin ich dann auch wirklich rigoros und sage, okay, ich kenne das oftmals. Ah, wir haben Innovation ist ein Leitspruch bei Ihnen. Und dann heißt, ja, gibt es dafür Referenzen? Nein, für eine Innovation gibt es keine Referenz. Und die Entscheidung, die ein Unternehmer, eine Führungskraft treffen will, ist, möchte ich mich im Wettbewerb mit anderen sehen oder strebe ich Dominanz an und dann ist mir Wettbewerb Wurst? Also für mich selektiert sich da die und diejenigen aus, die sagen, da bin ich für oder da ist irgendjemand von den 98% und 99% der anderen. Dürfen sie sich aussuchen und damit passt es da auch wieder. Ja, ich glaube, das ist noch recht weit verbreitet. Vielleicht auch, weil wir ja, vielleicht dazu neigen, so zu bashen und Schadenfreude zu praktizieren oder beziehungsweise sagen, ja siehste, hat ja doch nicht geklappt, wärst du mal bei deinen Leisten geblieben. Der deutsche Schlager hat ja auch weiter geholfen, flieg nicht zu hoch, mein kleiner Freund. Die Sprichwort der Schuster bleibt bei deinen Leisten, das heißt, das ist eine Beständigkeit, das ist ein bewahrender Charakter, was durchaus eine feine Sache ist. Allerdings wird die Evolution, das ist grausam, allerdings Evolution wird diese Unternehmen und auch diese Denkweisen ja nicht weiter fördern, nicht weiter unterstützen. Das heißt, lernen und entwickeln. Entweder die Welle nutzen die das, um drauf zu surfen oder selber die Welle zu machen, dann müssen die anderen surfen. Andere Optionen sind ein bisschen schwieriger tatsächlich. Und, ja, da sind wir ja schon wieder bei dem Thema der Glaubenssätze, von denen wir umgeben sind, die uns gar nicht bewusst sind, die aber, da kämen wir ins nächste Thema, Unternehmenskulturen, Kulturen im Freundesbekanntenkreis, in Gesellschaften, wovon sind die geprägt und wieso sind die einen da ein bisschen mutiger und ja, freier unterwegs und wieso suchen die anderen nach mehr Sicherheit? Aber das wäre jetzt nochmal ein ganz anderer Block, wobei die Bewusstheit dazu ja in deiner Arbeit beim Einzelnen oder in der Gruppe, in der Organisation ja geweckt werden kann. Ja, natürlich, ja. Das mit der Neugierde, sich selbst zu erkennen und auch wie die Orga da ist und den Kollegen besser zu verstehen, die Kollegen, den Chef, die Kunden, weil System ist natürlich auch, sind auch die Stakeholder, sind Kunden, Lieferanten, Behörden, mit wem auch immer. Ja, darauf einlassen, neugierig sein, jetzt verliere ich gerade den Faden, weil das war so wie ein Feuerwerk, Manfred. Das war von Glaubenssätzen, ach so, ja, über Kulturen und... Genau, die Glaubenssätze, die kommen ja möglicherweise, ich könnte da einen Hinweis kriegen über die Prinzipien, die mich bewegen. Ne, weil Prinzip oder Motiv, Sicherheit. Mhm. So, das ist mir ganz besonders wichtig. Und das ist, wenn ich mich jetzt nicht sicher fühle in einem Veränderungsprozess oder in einem neuen Feld oder auf einem neuen Job, dann... ja, auch wieder das Beispiel vom Säbelzahntiger, Angst, Regression, Widerstand, im Angriff, Flucht, diese Dinge, die kennen wir alle oder haben wir schon zumindest davon gehört. Wenn ich allerdings verstehe, dass jemand ein anderes Sicherheitsbedürfnis hat als ich, dann kann ich auch ganz anders damit umgehen. Das ist erstmal das Verständnis dafür, bei meinem Gegenüber, bei mir selber auch, und dass Menschen unterschiedlich sein können. Das ist Lebenskunst, das ist Führungskunst, wer das virtuos beherrscht, ich glaube, der wird sehr viel Freude haben und auch sehr, sehr erfolgreich sein, auch im klassischen Sinne mit einer leichteren Führung. Und dass die Teams, dass die Mitarbeiter, vor allem wenn sie dann auch wissen, was zu tun ist und auch die Prinzipien kennen, dann muss nicht alles nachgefragt und kontrolliert werden. Dadurch kriegst du mit Sicherheit auch, also nicht von jedem das Gleiche, sondern individuell nach dem eigenen Vermögen, ne, nach dem Wissen und nach den Fähigkeiten.
Und dann läuft das auch einfach. Da bin ich hoffnungsloser oder hoffnungsvoller, was auch immer, also Optimist. Ich bin davon überzeugt, dass das funktioniert. Ja, das ist so. Lieber Berthold, ja. Wir kommen zum Ende dieser Sendung, dieser Aufzeichnung. Ansonsten darf noch sehr vieles kommen. Ich glaube, der Teilnehmer, Zuseher, Zuhörer, der das jetzt bisher verfolgt hat, sollte erkannt haben, wenn ich als Führungskraft ein Thema habe, aus dem ich gerne rauskommen möchte, aus dem ich neue Sichtweisen gewinne, dann hast du die richtigen Ansätze oder du bist derjenige, der ihn dazu führen kann. Wenn ich als Unternehmen jetzt sage, so das Gängige, was mir die anderen glatt gebügelten Hochglanzbroschüren permanent verkaufen wollen, habe ich das Gefühl, das bringt uns nicht wirklich an den Kernpunkt, wo wir erst mal ran müssten. Ich glaube, die haben jetzt auch erkannt, dass du da einen riesen Schatz hast, eine Schatzkiste, aus der du graben kannst, aus der du schöpfen kannst, dafür zu arbeiten. Welche Fragen sollte sich denn jemand stellen, wenn er sich an dich wenden will, oder was sagst du, damit wäre bei dir richtig, wenn er sich die Vorüberlegung schon mal gemacht hat? Na, idealerweise das Merken, feststellen, dass, ich sag das so platt, die Kraft nicht auf die Erde kommt, dass Führung anstrengend wird, dass Dinge nicht gelingen, dass es Widerstände gibt bei den Mitarbeitern, vielleicht sind es hohe Fehlzeiten, vielleicht ist eine eigene Unzufriedenheit, Frage nach dem Selbstverständnis in der Organisation. Insgesamt übergeordnet Unternehmensergebnisse und die Frage, warum halt bestimmte Abteilungen nicht funktionieren oder nicht zusammenarbeiten. Klar kann es auch effizient sein, was gemessbar ist. Irgendwas anderes, was es. Wir wissen nicht, warum. Wir haben alles durchanalysiert und Kommunikation ist vielleicht schlecht. Das wird der eine oder andere merken, die verstehen mich nicht. Ich kann sagen, was ich will, es läuft nicht. Also Kommunikation, ein Ding, da hatte ich gerade noch was auf der. Genau, wir haben Konflikte und wir haben, also das ist das kulturelle Thema. Wir kriegen keine neuen Leute, die Leute haben Angst, das merkt der eine oder andere auch mal. Und da kommst du dann Stück für Stück, also das ist ein Ansatz, also irgendein Anlass, eine Schieflage. Es ist nicht so, jetzt komme ich ran, also auch das, wir möchten besser werden, das ist auch eine Möglichkeit. Meistens ist es ein Symptom und dann geht es Schritt für Schritt weiter, ne, mit Mitarbeit von allen. Das ist dann ein organisationales Thema. Also fängt aber bei jedem Einzelnen an. Das kann die Führungskraft sagen, die hat ein Thema. Das Team kann es sagen und das Unternehmen kann es sagen. Weil irgendwo fängst du an. Das ist wie mit Veränderungsprozessen. Irgendwo gibt es ein, ich nenne das Point of Entry, und dann Leben, Vorleben. Und wenn du siehst, dass jemand wie mit Leichtigkeit führt und wie es läuft, dann guckst du dir das visuell, du guckst dir das dann an. Und das ist auch ein Stück Führung durch Vorbild. Mhm. Anfangen ist ganz wichtig, Vorleben, und dann wird es tatsächlich, es wird leichter. Mhm. Ja. Ja, die eigene Erkenntnis, erkenne dich selbst, wenn wir wieder zu Delphi zurück wollen. Und dann daraus auch die Schlüsse und die entsprechenden Folgeaktivitäten zu ziehen und sie umzusetzen. Weil die Erkenntnis allein verändert noch nichts, aber sie ist ein Tropfen. Manfred, sie ist oder ein Anfang. Je nachdem. Es ist ein Anfang, ich kann es auch ignorieren. Dann ist es dann auch eine Entscheidung, dann ist es völlig okay. Ja. Lieber Berthold, vielen herzlichen Dank für die vielen Insights, für dieses breite Spektrum, das aber trotzdem immer wieder auf den gleichen Punkt zurückkommt. Und das ist eben das Schöne, von vielen Seiten sich einer Sache zu nähern, um diesen Kern bewusst zu machen und ihn aufzulösen oder ihn zu stärken, was auch immer gerade dafür notwendig ist. Vielen herzlichen Dank. Danke, Manfred.